Liebe Leute, machen wir mal wieder ein Q&A. Unter dem letzten habt ihr wieder fleißig Fragen gestellt und mit Daumen hoch geupvotet, welche Fragen euch denn interessieren würden. Ich bin jedes Mal überrascht, wie viele wirklich spannende Sachen dabei immer noch rumkommen. Und ich denke, ja, da habe ich Bock drüber zu reden oder zu beantworten. Und genauso verfahren wir auch wieder bei diesem. Ich glaube, der 7. Teil der neuen Q&A-Reihe. Es gab, glaube ich, vor 5, 6 Jahren schon mal eine. Und da könnt ihr wieder Fragen runterschreiben und gerne upvoten, wenn euch was interessiert, was andere schreiben. Dann kann ich mich das nächste Mal daran orientieren. Finde ich immer ziemlich cool, macht Spaß. Und damit fangen wir auch schon an. 12 Fragen haben wir wieder dabei, dieses Mal, die teilweise sehr persönlich sind und auch teilweise eben rein mit dem Filmgeschehen zu tun haben. Deswegen beginnen wir mit Christian S. Der fragt, wurde schon mal versucht, dich zu bestechen, nur um eine gute Kritik zu bekommen? Wenn ja, wie? Mit einem, ist das ein Zwinkersmile? Ich glaube schon. Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte das auch immer, ich fand es immer sehr interessant, als wir natürlich Social Movie Nights gerade am Anfang viel gemacht haben, haben die Leute immer wieder vermutet, ja Robert, wenn du eine Social Movie Night sowas machst, dann musst du ja den Film automatisch gut finden, weil Event und so, und da steckt die für mehr Geld rein. Aber das war nie der Fall, habe ich immer versucht zu betonen. Manche glauben das wie immer nicht. Den kann man sagen, was man möchte. Da macht es dann überhaupt gar keinen Sinn. Und auch unabhängig davon bei Kritiken, gerade bei eben Events, suche ich mir auch aus, wozu ich was machen will oder eben nicht. Und habe da immer auch mein Veto dahinter. Und generell bei Kritiken ist es tatsächlich so, dass Filmstudios und zumindest ist mir noch niemand begegnet, der versucht hat, da Einflussnahme auszuüben. Die Pressefreiheit wird da groß geschrieben. Da wird immer freundlich gefragt, wie man etwas findet. Wenn man einen Film jetzt nicht mag, dann heißt es nicht automatisch, man wird nicht mehr eingeladen. Zumindest war das bei mir bisher nie der Fall und das wird auch respektiert, aber es weiß auch jedes Filmstudio, aus meiner Sicht zumindest, dass wenn du eine gewisse Reichweite hast zum Beispiel, kannst du zwar versuchen oder würdest auf jemanden Einfluss zu nehmen und du schaffst das auch noch 2, 3 Mal erfolgreich, dann nützt dir das auf lange Sicht nichts, wenn eben die Leute, die auf diese Person gehört haben und über Filme reden, irgendwann das Gefühl haben, na, das ist alles nicht echt. Da kannst du dann das 1, 2 Mal machen, hast du aber eigentlich jemanden, der eine Substanz aufgebaut hat, über Jahre verloren am Markt letztendlich für sie, es macht keinen Sinn. Also kurzum, Pressefreiheit wird groß geschrieben. Ich kann, darf und sage auch immer zu Filmen, was ich will und das ist alles nur das, was aus mir herauskommt und sprudelt, auch wenn es mir manchmal wehtut, dann auch negativ über Filme zu reden. Und da erfolgt keine Einflussnahme. Das Einzige, was vielleicht mal vorkommt, ist aber das auch ganz selten, dass man so ein bisschen merkt, dass es dem einen oder anderen lieber wäre, dass ich da lieber gar nichts zu dem Film sage. Aber da winke ich dann auch mit dem Augenzwinkern ab und sage dann, hey, ihr wisst, das geht nicht. Und dann müssen auch alle lachen. Und so ist das eben part of the deal. Es gibt gute und es gibt schlechte Zeiten, aber in einer Filmbranche begegnet man sich so oft, dass man in guten wie in schlechten Zeiten auf diese skurrile Art und Weise zusammensteht. Und so habe ich hoffe ich, ordentlich vermittelt zu können, vermittelt zu haben, wie sich dieser Umstand so ergibt. Da nimmt niemand Einfluss. Und tatsächlich war das am Anfang auch so ein bisschen meine Sorge, ob sowas kommen würde. Tatsächlich nein. Dann fragt Lennart S. Bei welchen Schauspielern guckst du dir Filme an, obwohl dich das Thema nicht interessiert? Eigentlich gibt das bei mir das nicht, dass mich Filme nicht interessieren grundsätzlich, beziehungsweise gibt es aber auch eine ganze Handvoll von Schauspielern, wo ich weiß, die sind dann manchmal ein bisschen artifizieller unterwegs oder die unterschreiben dann eher mal bei Sachen, wo ich denke, eher schwierig, das funktioniert oft nicht, oder eben welche, die immer ein feines Fännchen haben, also zum Beispiel jeden Film von Joaquin Phoenix oder mit Joaquin Phoenix würde ich mir angucken, aber auch ein DiCaprio oder ein Mark Ruffalo neuerdings, der ist bei mir dieses Jahr seit I Know This Much Is True so normal hochgestiegen, was Schauspielerisches angeht, auch Vergiftete Wahrheit aktuell. Und deswegen, da ich sowieso alles Mögliche und querbeet gucke, bin ich da nicht so, dass ich sage, ah, Finger weg, interessiert mich nicht. Ich guck da, kann dir da schwer drauf antworten, weil ich da wirklich alles gerne gucke und auch jedem Genre seine Chance gebe. Dragon Masao fragt, hey, bei welchem Film hattest du überhaupt keine Erwartung oder gedacht, der wäre schlecht, wurdest dann aber völlig überrascht? Da müsste ich jetzt ein bisschen überlegen, aber definitiv fällt mir als erstes ein, das schönste Mädchen der Welt. Ist es? Das schönste Mädchen der Welt. Die deutsche Produktion, ich war auf der Premiere hin und weg von diesem Film und mir schreiben auch immer wieder Leute, hey Robert, durch dich, weil du es auf Instagram oder sonst wo erwähnt hast, da könnt ihr mir übrigens wie immer gerne folgen, sage ich ja im Q&A, wenn ihr noch mehr wissen wollt, über was ich so mache, da bin ich voll dabei und ob wir auch noch mal privat meiner Frau oder so streamen und so eine Sachen, folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr da mehr als nur in Anführungszeichen diese Film- und Serienwelt hier haben wollt. Ist es ein Film, das schönste Mädchen der Welt, wo mir viele Leute geschrieben haben, der hat sie umgehauen, weil der einfach so viel viel Liebe und Leidenschaft hat und auch trotz so Street-Rap und so nicht peinlich wird. Ich finde den mit Aaron Hilmer und
Oh Gott, jetzt fällt mir ihr Name nicht ein. Warum? Oh Gott, Luna Wedler. So großartig, das ist der Film, der mir sofort einfällt. Das schönste Mädchen der Welt. Unbedingt mal schauen. Kann mir vorstellen, dass viele von euch sagen, nie von gehört. Was ist das denn bitte? Ich glaube, die meisten von euch werden sehr überrascht sein. Dann fragt Christian S. Ach, nochmal. Zwei Fragen sind hier von ihm drin, sehe ich gerade. Gib doch gerne mal einen Überblick auf die tatsächlichen Funktionen vom Team hinter der Kamera. Ich kann mir unter Executive Producer zum Beispiel immer wenig vorstellen. Verleihen die ihr Geld gegen Mitspracherecht? Wie sieht es mit der Zusammenarbeit zwischen Studios und Verleihfilmen aus? Oh, das ist ein großes Thema. Wer macht was am Set? Also vom Gripper, Kameramann, Kameraassistent, Regisseur, Regieassistent, Schauspieler, Maske, Ton und so weiter. Producer, Produzent, Showrunner, was ist das alles, was machen Animateure oder Animationsmenschen und so weiter und so fort. Das wäre eine eigene, ganz eigene Reihe, da könnte man sich auch mit Leuten drüber reden, aber es ist auch gerade speziell, wenn du auf Producer und Executive Producer gehst, sind einige, die geben das Geld, andere lassen sich den Credit dann mit reinschreiben, das kann manchmal bedeuten, dass sie Gross Points bekommen, also Anteil des Einspielergebnisses und welche Funktion sie genau haben, bin ich manchmal auch so ein bisschen überfragt, weil ich das Gefühl habe, das verschiebt sich auch immer. Zum Beispiel hast du bei manchen Filmen, dass Produzenten so mächtig sind, dass sie Rechte oder Ideen durchdrücken können, bei anderen Filmen sind aber dann die Hauptdarsteller wiederum so, in Anführungszeichen, mächtig, dass Produzenten eher ein bisschen hinten weiter runterfallen können. Oder manchmal sind Studios riesig, aber Rechteinhaber gefühlt noch größer. Das ist zum Beispiel sowas wie Bond, weil Barbara Broccoli, die Rechteinhaberin an den Bond-Filmrechten ist, egal ob das jetzt bei Sony, bei Fox oder ich glaube jetzt bei Universal Pictures ist, da sagt sie dann ja oder nein und da müssen sich auch große Studios dran richten. Es gibt also je nach Stoff, nach den einzelnen Figuren, die da tätig sind, bis hin zur Regisseur. Also ein James Cameron ist dann eben auch so groß, der sagt ja ganz klar, ja, ich mache jetzt hier Director's Cut recht und da kann mir gar keiner reinreden. Da gibt es eben Verschiebungen und deswegen ist diese klare Definition vielleicht das eine und die Realität was anderes, aber auch ein viel zu großes Thema, dass ich mich A, stärker einarbeiten müsste und B, um es hier zu beantworten. Aber trotzdem konnte ich vielleicht so ein bisschen umreißen, um dir eine Art Antwort zu geben oder ein Gefühl auf deine Frage. Salzstreuer fragt, welchen Charakter, den Johnny Depp verkörpert hat, fandest du bisher am besten? Ich glaube, da würden mir viele widersprechen, aber ich persönlich mochte sehr das geheime Fenster, Secret Window. Hieß der Mr. Moody? Nee, oder denke ich jetzt an Hank Moody in Californication? Bin mir unsicher, aber den Autoren, den er da gibt. Ich weiß, er hat viele tolle Rollen gespielt und auch sehr interessante. Natürlich auch Gilbert Grape, auch eine große Nummer. Aber irgendwie ist für mich immer das geheime Fenster so im Kopf geblieben. Ich weiß nicht warum. Ihr könnt jetzt so einen neuen Forten oder From Hell oder Sweeney Todd, natürlich auch spannend, Sleepy Hollow, natürlich Caps, Jack Sparrow. Aber für mich ist geheime Fenster, glaube ich, das, was mir so als erstes einfällt. Und da muss ich dann auch einfach bleiben. Anonymous fragt dann noch, es wird ja oft über die besten Twists und Enden diskutiert. Aber welche sind aus deiner Sicht eigentlich die stärksten Anfangsszenen der Filmgeschichte? Hintergrund der Frage ist, dass ich mich fest daran zu erinnern glaube, wie du vor... Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht deine Frage nicht weiter. Besten Anfangsszenen. Ich glaube, jemand hat drunter auch geschrieben in Glorious Bastards. Das ist ein riesen geiles Opening. Stimmt, das hat bei mir nachhaltig gewirkt. Ich liebe auch das Opening von Lord of War. Dieser Herstellungsprozess einer Patrone und dem Erzählen und die Geschichte darüber. Dann die Eröffnungssequenz von oben. Oh, die geht ans Herz. Das Kennenlernen der beiden. Und diese Lebensgeschichte. Tolle Montage oben. Und was ist denn das noch? Eine Sache fiel mir vorhin, da dachte ich, als ich die Frage gelesen habe, na toll, meine Hauptidee, La La Land hat natürlich auch ein tolles Opening, die Tanzsequenz und, na toll, jetzt fällt mir das ein, was ich eigentlich sagen wollte. Verdammt. Okay, vielleicht komme ich da drauf. Ich versuche es am Ende nochmal drauf zu antworten. Christian S., jetzt mal im Ernst, ich habe einfach nur so Fragen rausgenommen, die ich cool fand. Ich gucke nicht auf die Namen. Christian S., nochmal, dritte Frage, Entschuldigung. Was war dein lustigstes Erlebnis bei einem dieser 5 Minuten Promo-Gespräche mit internationalen Schauspielern? Erzähl mal eine Anekdote. Ich glaube, was war am witzigsten? Mir fallen 2 Dinge ein. Wir waren ja auch in manchen Essen und so, es gibt ja spannende Sachen, aber Nummer 1 ist Tom Hiddleston, also Loki, den ich im Sony Center, wir hatten ihn hinter der Bühne und so, dann kam der so an, wir haben kurz so, hallo, hallo, und er so,
sag mal, weißt du, wo hier die Toiletten sind? Und ich so, ja komm, ich bringe dich da zu den Toiletten und zeig's. Und er so, ja danke, danke, aber so einer Gentleman-Art. Der hatte so eine unglaubliche Aura. Es war ein super kurzes Gespräch über, hey, ich brauche, wo ist eine Toilette? Ich so, ja, hier ist die Toilette und viel Spaß und wir sehen uns gleich auf der Bühne. Das war halt so super lustig, weird, so eine kurze Nummer. Und das Zweite ist, dass ein Mila Jovovich, mit der hatten wir lange geredet. Das war dann der letzte Resident Evil-Film, der rauskam. Und sie war mit ihrem Mann da, der ja Regisseur auch ist. Und haben hinter den Kulissen geredet, das, und sie fing so von sich an zu erzählen, wie toll sie das findet, was wir da machen und dass sie ihren Mann in Berlin kennengelernt hat zu einem Valentinstag und warum sie diese Stadt so liebt. Und das war so voller Liebe, der Abend. Das war, glaube ich, der Star, in Anführungszeichen, wo ich am wenigsten das Gefühl habe, es gibt eine Entourage und alles das ringsherum, der einfach da war und meinte, hey, das macht voll Spaß mit euch und cool, weil wir waren auch in drei Seelen und haben im Grunde dreimal das Gleiche vor Publikum erzählt. Und Mila Jovovich, egal ob man die jetzt wahnsinnig toll findet oder was auch immer, das war das liebevollste Aufeinandertreffen von so einem AAA oder von so einer großen Bekanntheit aus Hollywood letztendlich, wo ich sage, das ging mir echt ans Herz. Die war so ein bisschen, fühlte sich an wie eine fürsorgliche Mama, die dann auch noch so fragte, wollt ihr nicht noch was trinken und so, bevor wir auf die Bühne gehen? Unglaublich Zucker. Das sind so zwei Sachen, die mir sofort einfallen. Fragt Aua, das tut weh, du Arschkopf. Sehr private Frage. Falls zu privat und dann einfach ignorieren. Wie hast du deine Frau kennengelernt? Was hast du ihr für einen Heiratsantrag gemacht? Und sind auch Kinder geplant? Ich glaube, auf die ersten beiden Sachen antworte ich. Auf die erste ausführlich, die zweite semi-ausführlich, die dritte erstmal nicht. Also werde ich erstmal nicht antworten. Meine Frau und ich, es gab tatsächlich mal so eine Leuchtspurenkampagne. Das lief auch in deutschen Kinos vor den ganzen Filmen, vor also anderthalb Jahren. Da erzählen immer Leute aus der Filmbranche ihre größten Kinomomente. Und ich war auch Teil dieser Kampagne. Und mein größter Kinomoment war tatsächlich, wie ich meine Frau kennengelernt habe, weil Gina hat im Zoopalast gearbeitet. Und sie saß im Kassenhäuschen und deswegen ist Maze Runner aus irgendwelchen skurrilen Gründen immer noch unser Film bis heute. Da war ein Event zum Maze Runner aufgebaut und wir hatten beide so eine etwas wildere Lebensphase hinter uns, waren beide recht frisch getrennt aus längeren Beziehungen oder teilweise sehr langen Beziehungen. Und sie saß im Kassenhäuschen und wir hatten auch beide so, wie man das manchmal hat, so eine Aura, dass man gerade so ein bisschen frei denkt und schwebt und auch so, vielleicht so ein bisschen Spaß hat, aber alle wissen von allem und alles war eigentlich cool. Und sie aus dem Kassenhäuschen guckte mich an und zog so die Augenbraue hoch und winkte so und ich war so, oh, wow, und sie hat gesehen und die haben auch noch ihre tollen Uniformen und alles an den Zoopalast und war sofort so ein bisschen hin und weg und wollte zu ihr hin und sie natürlich ansprechen. Und da kamen wie so in einem Stummfilm oder Comic auf einmal 10 Leute, die Tickets kaufen wollten. Ich war so abgeschnitten von ihr und konnte nicht mit ihr reden und musste aber dann in den Kinosaal zu dem Event. Ich habe gehofft danach, dass sie noch da ist, aber sie war nicht da. Letztendlich hat sich die Möglichkeit aber ergeben, dass man Kontakt zueinander bekommen hat und dann haben wir uns nach und nach kennengelernt und ich bin bis heute dankbar. Ich meine, 6 Jahre sind wir jetzt zusammen und wir sind verheiratet und das ist die tollste Zeit. Wir können über Filme reden, wir können über alles reden. Wir haben so tolle gemeinsame Hobbys, sind aber auch unterschiedlich genug, als dass wir nicht die ganze Zeit immer über das Gleiche reden. Wir lieben jede Zeit, die wir miteinander verbringen können und inspirieren uns auch immer, auch weiterzugehen und uns zusammenzuentwickeln. Und auch nach 6 Jahren kommen wir nicht aus dem Quatschen raus, wenn wir den ganzen Tag miteinander verbringen. Uns wird dann die langweilig und ich danke, welches Schicksal auch immer es war, dass es diesen Moment gab, dass wir uns kennengelernt haben. Den Heiratsantrag gemacht, das war nicht geplant an dem Tag. Mir war nach heiraten. Das klingt blöd. Ich hatte auch mit einem Kumpel an dem Tag sowieso drüber geredet und lief so durch Berlin und ich dachte so, mir ist irgendwie total nach heiraten. Hatte ich einfach Lust. Liebe diese Frau und genug Zeit vergangen und so und letztendlich habe ich ihr dann, und ich will nicht über die genauen Umstände reden, weil da müsste ich erst den Gegenpart fragen, ob das okay ist, wenn ich das genauso erzählen würde, aber letztendlich habe ich dann sehr einfach einen Heiratsantrag gemacht, so aus dem Nichts, und wusste an dem Morgen selber nicht, dass ich einen Heiratsantrag machen werde, und ich glaube, das fand sie auch richtig toll und da waren wir beide total happy. Dementsprechend hatte ich auch keinen Verlobungsring, aber wir haben gemeinsam einen ausgesucht und dann geholt und war super schön, und dann haben wir, glaube ich, 8 Monate später auch dann wirklich geheiratet, in einem ganz kleinen Kreis. So, 4 Fragen haben wir noch. Das Video wird ja richtig lang hier heute. Jonas Hartmann fragt noch, kannst du Filme noch einfach so schauen oder analysierst du alles gleich mit? Außerdem, wie schaust du Filme, Serie, zu denen du keine Kritik machen willst? Sitzt du mit einem Block und Stift im Kino und machst die Notizen oder kannst du dir die Punkte machen, zu denen du eine Kritik nicht keiner machen willst? Spannend ist gerade auch bei den Harry Potter Filmen, die ich ja nach und nach gereviewt habe. Ja, 7.2 fehlt noch. Da gucke ich, ob ich die Filme kenne, doch nochmal ganz erklärt.
akribisch und anders hin. Und ich gucke auch, zieht mich die Aufmerksamkeit weg vom Film? Also funktioniert er dementsprechend oder kann er mich bannen? Und dann gucke ich dann schon nochmal unter anderen Gesichtspunkten. Und ich gucke fast nur noch unter dem Gesichtspunkt, dass ich auch eine Kritik dazu machen werde, weil da einfach, wenn fast jeden Tag eben eine Kritik oder Besprechung online geht auf meinem Kanal, da einfach auch sehr viel gefragt ist an Input, den man sich selbst zuzieht. Dazu noch seriös, was ich auf der ARD ja mache, das Format. Und auch immer wieder durchs ganze Jahr hinweg Juryposten, die ich begleite, kommt da einfach so viel, wo ich ganz Anführungszeichen fachlich gucken muss. Aber ich schreibe eigentlich nichts mit, weil ich immer noch der Meinung bin, was ich mir nicht behalte nach 24 Stunden, ist vielleicht auch nicht unbedingt wert, darüber zu sprechen oder das eben in den Mittelpunkt einer Besprechung zu stellen. Aber wenn ich mal was einfach so gucke, ganz selten mit Freunden oder was nochmal gucke, dann ist es sehr entspannt, weil ich es einfach so gucken und genießen und laufen lassen kann. Das mag ich oder mochte ich oder werde ich auch wieder mögen. Social Movie Nights wird es wieder geben und andere Events, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist. Dass wir, wenn man dann ein Publikum, einen Film, den man schon gesehen hat, zeigen kann und wie alle reagieren, das mag ich am allermeisten. Wenn du weißt, du hast gerade einen Knallerfilm wie dieser, zum Beispiel Gentleman, du zeigst ihn Leuten und du weißt schon, das werden die Leute lieben. Eine richtig, richtig feine Sache. Das ist mein allerliebstes, vielen Leuten etwas zu zeigen, wovon ich weiß, davon wird ein Großteil rausgehen und sagen, das hat sich gelohnt, das war ein besonderer Abend, da strahlen mir die Augen. Drittletzte Frage, Disco Pumper 98 fragt, wie stehst du zu Filmparodien wie zum Beispiel Scary Movie? Betrachtest du es mit Humor oder findest du eher, dass das Original etwas ins Lächerliche zieht? Also als Scary Movie die Filme anfing, da war das ja auch gerade so ein Hype. Ich habe schon als Kind auch so Hot Shots geliebt. Das war einfach mit Charlie Sheen. Total witzig. Auch wenn ich damals noch nicht so die Anekdoten und Anleihen verstanden habe, ist es vor allem dann mit Scary Movie ein Riesenhype gewesen und es wird heute noch zitiert und fand ich auch cool. Nur manche Genres haben ihre Zeit. Heute wirkt es mir manchmal dann doch ein bisschen zu lächerlich und drüber, deswegen ich mich da schwer tue, aber ich bin nicht grundsätzlich dagegen oder habe damit jetzt arg ein Problem. Alles, was gut ist, darf eine Hommage haben und darf zitiert werden und auch mal durch den Kakao gezogen werden und damit sollte man auch umgehen können, bin ich cool mit. Jakob fragt, woran erkennt man, dass ein Schauspieler seine Arbeit extrem gut macht? Puh, große Frage. Ich glaube dann, wenn Schauspieler es schaffen, dich in eine Welt zu ziehen. Entschuldigt bitte, wenn... Jetzt hat mich so doll verschluckt, dass ich erstmal husten musste und ich glaube, mir dreht noch das Auge. Aber naja, so ist es halt. Deswegen habe ich kurz Stopp gemacht. Oh nein, es gab einen Cut. Wenn Schauspieler es schaffen, dich in ihren Bann zu ziehen, wenn du ihnen ins Auge schaust beim Spielen und merkst irgendwie... da steckt mehr drin, da steckt Leben, da steckt Charakter, da stecken Ecken drin oder wenn sie sich beispielsweise aber auch für Actionsequenzen physisch sehr ins Zeug legen, also wenn wir uns zum Beispiel Keanu Reeves als John Wick anschauen, was für ein Training er absolviert, nun ist es oft so, dass Schauspieler aber auch und deren Leistung oder Wahrnehmung bei Publikum durch, sage ich mal, ein schlechtes Drehbuch oder schlecht geschriebene Dialoge sehr leiden können, genauso ihre Leistung aber auch extrem aufgewertet kann durch diese massive Arbeit von Dutzenden oder oft Hunderten oder manchmal Tausenden Leuten, die hinter der Kamera damit zu tun haben. Da ernten Schauspieler oft viel Lorbeeren, aber auch Kritik und das ist manchmal alles gar nicht so in die jeweilige Richtung berechtigt. Deswegen... kristallisieren sich schauspielerische Leistungen aus meiner Sicht immer sehr gut in Dramen heraus, die inszenatorisch oft etwas reduzierter daherkommen, nicht auf große Schauwerte setzen und deswegen so sehr ablenken von dem, was da eigentlich passiert. Und dann, wann immer es dich schafft, einen Schauspieler oder eine Schauspielerin in den Bann zu ziehen, mitzufühlen, Empathie zu entwickeln, dann glaube ich, reden wir von guter Schauspielerei. Und als allerletztes haben wir noch von Ellens Videotagebuch Meinung zu BoJack Horseman. Hast du es gesehen und wie findest du die finstere Hintergrundthematik der Serie? Depressionen und ums Glücklichsein. Tatsächlich habe ich BoJack Horseman nicht gesehen, weiß aber, es gibt eine riesengroße Fanbase. Ich hatte jetzt auch gerade, als ich habe mir unter anderem angeschaut, ich glaube, I May Destroy You, dahinter ist mit die Macherin von BoJack Horseman beteiligt. Und das ist auch eine interessante Tonalität. Ich habe gehört, dass man da einiges so wiedererkennt an der Art. Sollte ich wahrscheinlich mal gucken. Ich glaube, das kann richtig was, aber deswegen kann ich nur leider sagen, habe ich keine Meinung zu. Aber sollte ich mir die Zeit wahrscheinlich mal nehmen und da reinschauen. Oder vielleicht dann ganz schauen. Man weiß ja nie, wie es ist, wenn man erstmal interessiert ist. Damit sind wir am Ende von diesem Q&A. Sorry für den Schnitt, so ist es passiert. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt dran, schreibt wieder gerne Fragen rein. Folgt mir auf Instagram. Und votet ab, wenn ihr andere Fragen natürlich gut findet, die Leute geschrieben haben. Bis dahin bedanke ich mich fürs Reinschalten. Wer jetzt noch am Ende da ist, kann ja in die Kommentare schreiben, ich war bis zum Ende dabei. Und wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.